Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Blood and Wine. Und der Typ da vorne, der hält so richtig unauffällig seine Hand oder seine Hände auf die Ware. Ich finde den super. Ja, da kennst du noch nicht die Band Umf, mein liebes Kind. Dann fändst du das Lied, glaube ich, nicht mehr so lustig, wenn du das Video mal gesehen hast. Oh, das sieht so toll aus. Ich wäre gern in echt einfach hier. So, wisst ihr, einfach so ein Mittelaltermarkt in so einer alten, verlassenen Gegend. Ey, das wäre schon geil. Er springt auch einfach ab vom Pferd und das Pferd rennt weiter. Ist ein Palmyrin da, oder? Da. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Oh Gott. Nicht immer, aber es lohnt sich, gut zu sein. Nicht immer. Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem, gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmarins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Ihr willst direkt dahin? Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Oh. Jemand hat gegen einen Blumenhahn antreten, der nur ein paar Blüchchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren? Ja und? Das ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Ihr solltet den Glumar nicht so quälen. Ihr solltet das Vieh nicht so quälen. Wie würde es dir gefallen, blind und mit Fleckchen am Hintern in der Arena zu stehen? Du hast Mitleid mit einem Monster? Als Hexer? Ich töte Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster erniedrigen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt einem Ritter keine Ehre. Okay. Wer tritt denn gegen den Glumar an? Wer kämpft denn gegen die Bestie? Jo, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monstertrophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. Na super, wir müssen die Herzogin aufsuchen. Gehen wir. Da habe ich mir immer noch kein Glas geholt, um noch etwas Cola zu trinken. Da, jetzt trinke ich noch ein bisschen Wasser. Die sehen so affig aus. Ich meine, Geralt sieht schon affig aus, aber die erst recht. Das ganze Land sieht einfach aus, als ob das ein Scherz ist. So optisch. Also ich die Leute. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Bitte, bitte, er soll sterben. Es bitte. Hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache.
Bitte, er muss sterben. Er hat einfach nichts gemacht. Verdammt. Sind dumm, ne? Wir müssen ihm helfen. Geralt jumpt da so rüber und er. Na super. Ich hätte gern Feuer. Okay, wir gucken mal nach. Nee, das ist falsch. So. Im Bestiarium. Die Bruxa von Corvo Bianco. Okay. Und Bruxelles heißt es ja. Glumare. Was hilft? Art. Reliktöl und eine Bombe. Okay. Reliktöl. Haben wir sowas? Bestienöl, Uroidenöl, Geisteröl, Verfluchtenöl, Konstriktöl, Reliktöl. Okay. Jetzt habe ich das Zeichen schon wieder vergessen. Super. Hochprofessionell, ich weiß. So. Art. Er kann kaum mehr helfen. Oh, weh. Oh, es tut mir leid. Wenn wir es nicht von hinten angreifen. Sind wir aber gekonnt ausgewichen. Hätte ich mit gerechnet, du komisches Vieh, ne? Aber das geschieht dem Ritter nur recht, dem Palmenit. Das war der Guillaume, ne? Das geschieht ihm nur recht, ehrlich gesagt. Irgendwie... Wow. Boah. Das war ein kritischer Treffer, ey. Das ist ja mal mega. Ich liebe diesen Kampfstil einfach. Der ist wirklich cool gemacht. Das ist zwar ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, aber... Ey, unser Typ hier, ne? Der mit uns kämpft, der steht einfach nur im Weg rum und schwingt einfach richtig idiotisch sein Schwert. Das ist so ein Lauf, ne? Anstatt mal auszuweichen. Der Mittel lacht sich wahrscheinlich hier schon weg. Sie findet es ja immer lustig, wenn ich hier dumme Kommentare mache oder irgendwie mich aufrege über einen Kampf. Aber jetzt beweg dich doch. Lauf. Dieser dumme Stein hier, ne? Verdammt, bist du hässlich. Ey, sag ihm auch noch. Weißt du, der ist blind. Der kann nur hören, wenn wir uns bewegen oder sprechen. Moment. Hat er seinen Panzer verloren? Was macht er da? Wow! Tschüss. Oh mein Gott, was mache ich jetzt? Verdammt, ey. Wir haben ein Problem. Räche ihn, ich bin fast tot, Digga.
Der hat gleich mein Herz gesporen, mein Lieber. So, Palmerin hat's schon dahin gerafft. Oh nee. Vielleicht haben wir echt ein Problem. Palmerin liegt da einfach, ist auch geil. Welch Wirbel? Statt dass mir andere Leute mal zu Hilfe kommen. Nein, hier gucken 100 Millionen Leute zu, die das toll finden, wie hier jemand geschlagen wird von so einem Viech, ey. Knödel essen. Oh Scheiße, geh weg da. Was sie auch immer da macht, das ist nicht so geil. Ich bin so schlecht in diesem Kampf. Immerhin, unser Leben ist fast wieder da, ne? Voll auf die Lappen. Digga. Vielleicht dürfen wir die Alte heiraten, ich sag euch das. Irgendwie sowas kommt gleich. Verschwinde, Geralt. Jetzt macht er wieder seinen Move da. Jetzt steht der auf, oder was? Ja, gleich habe ich den besiegt, du Lappen, ey. Dann bräuchte ich auch nicht mehr. Jetzt kämpfe ich nochmal mit meinen beiden Fäusten nochmal zwei nachhängen, ne? Der Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Geralt gefällt das nicht so, glaube ich. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Ich verschone ihn. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist ihr Recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Pikeniere, kümmert euch um die Bestie. Töten die den jetzt? Vergib mir. Ich bin nicht mehr so flink wie früher. Ach. Du hast tapfer gekämpft. Danke für deine Hilfe. Du warst nutzlos. Eigentlich. Aber danke. Dass du dekorativ rumgelegen hast.
Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Geh halt. Wir müssen reden. Vivienne. Ihr redet später im Zelt. Geralt! Großartig, atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Okay, ein Kampf gegen ein Glumar zur Belustigung ist ein schlechter Einfall. Edle Herrin, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stüber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Mhm. Und das Publikum? Wenn der Glumar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Doch keine Details oder so. Wie wär's damit mal? Edle Herrin, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen. Wir? Wahrscheinlich muss ich ihn suchen. Oh Mann, dieses Spiel. Oder alle Spiele, die sagen, wir machen das. Nein, immer muss ich das machen. Guillaume ist so ein Lappen, echt. Ich wusste, dass das passiert. Dass der das nicht kann und wir das machen müssen. Ich wusste es. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wer ist das? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Warum sagt sie gevierteilt? Das ist sehr verdächtig. Ah, da ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Und hässlich. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Okay, es tut mir leid, aber eine Bruxa hat einige Wachmänner umgebracht. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß, die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein, eine Bruxa, eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Ja. Geralt will nichts dergleichen behaupten. Doch. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Ja, finde ich auch. Ich brauche zweierlei Informationen und Zugang zu einem Labor. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Und ein Friseur. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe nett. Von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen.
Dann gehe ich halt wieder. Die Frage, ob der Hexer angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Was? Okay, wir werden aber erstmal kurz beenden hier. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.